Gesund werden, gesund sein und gesund bleiben. Unter diesem Motto geht es heute um das Thema Bitterstoffe. Bitterstoffe sind wichtige Pflanzeninhaltsstoffe, die unsere Verdauungssäfte anregen und auch den Stoffwechsel ankurbeln. Darum spielen sie eine wichtige Rolle beim Thema Fasten und Abnehmen. Bitterstoffe finden wir in vielen einheimischen Pflanzen, wie zum Beispiel dem Tausendguldenkraut, der Schafgarbe oder dem Kalmus. Sie können entweder in Form von Tees oder auch als Tinkturen zu uns genommen werden. Wir Apotheker beraten, unterstützen und begleiten Sie gerne. Und jetzt viel Spaß bei einer neuen Folge von Ustergondel mit Andrea Seeburger. Grüß euch miteinander, neue Folge aus der Gondel vom Muttersberg. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben wieder das Thema Caritas, integrativer Arbeitsplatz. Und dazu begrüße ich ganz recht herzlich bei mir auf 1401 die Simone und die Martina. Die Martina ist die Assistentin, wenn es geht um integrative Arbeitsplätze zu suchen, zu koordinieren und so weiter. Genau. Und die Simone, die lebt selbstständig in einer eigenen Wohnung, gell? Hat einen integrativen Arbeitsplatz. Wie es dazu kommt, das erklären wir nachher gleich. Kommen wir vielleicht, Martina, du bist Assistentin. Das heißt? Das heißt, dass ich die Simone zum Beispiel begleitet habe, dass sie im Prinzip auf ihrem integrativen Arbeitsplatz arbeiten kann. Meine Vorgängerin, die Michelle, die hat mit ihrer den Arbeitsplatz gesucht, die Firmenakquise gemacht, alles eingegibt, was es braucht für einen integrativen Arbeitsplatz. Und es ist ja so, dass die Simone selbstständig arbeitet und darum sind wir auch die Assistentinnen dazu. Weil wir dann nur können, um gewisse Sachen nochmal einüben, mit der Firma reden, einfach für alles, was noch etwas braucht. Also da sind sehr viele Personen involviert. Da darf man vielleicht auch noch die Angelika Hartwiger erwähnen. Genau. Die ist auch so eine herzensgute Seele, die bemüht sich im privaten Heimbereich um die Begleitung von dir, Simone. Ja. Gell? Genau. Wie läuft denn so dein Tag ab, Simone? Wenn da klingelt ein Wecker bei dir am Morgen. Ja. Und dann, wie geht es denn weiter? Stand ich auf. Dann stehst du auf. Dann gehst du Toilette machen, alles, oder? Und Frühstück da. Dann geht es ein Frühstück noch. Und na, dann ich auf den Bus. Du fährst selber mit dem Bus? Ja. Also mit dem Bus mit? Ja. Und da fährst du von Bludenze. Du wohnst beim Kreuzdiener, hat sie eine eigene Wohnung, gell? Wie fährst du dort? Ist eine Haltestelle. Ja. Und da steigst du alleine im Bus. Ja. Und wo fährst du denn die Dumme? Bahnhof. Am Bludenzer Bahnhof. Und dann fahre ich mit den 73 Türen in den Gemeindeamt. Mit der 73er Linie fährst du zum Thüringer Gemeindeamt und dann musst du nochmal umsteigen. Ja. Und noch einmal. Von 78. Und dann gehst du mit der 78er Linie, wo geht es denn da um? Adal. Auf Ragal, das ist im Großen Walsertal. Jetzt sind wir ein bisschen Groß-Walsertal-lastig, die letzten Sendungen, stimmt, wo du uns begleitet hast. Haben wir auch Gäste aus dem Großen Walsertal gehabt. Ich möchte jetzt aber gerade, weil ich gesehen habe, die letzte Woche, war ja der Lukas da und der Chef von Muttersberg, der Hansi Bandl, der den Lukas in einer sogenannten Außenarbeitsstelle hat, heißt das, genau. So eine Art, gell? Ist jetzt das bei der Simone Oderfall gewesen? Hat die am Anfang auch so eine Außenstelle gehabt, bevor sie den integrativen Arbeitsplatz kriegt? Nein, Simone nicht. Also der Lukas und die Simone, die haben beide eine Ausbildung gemacht bei der Caritas. Bei uns gibt es ja beim Kompass zwei Bereiche. Das eine ist die Qualifizierung und das andere ist die Assistenz. Die Qualifizierung hat Simone vorher gemacht. Das ist eine zweijährige Ausbildung, wo im Prinzip meistens Schulabgänger kann. Die können dort zwei Jahre lang alles lernen, was zum Arbeiten dazugehört. Sie gehen da auch einmal in der Woche ganz in die Landesberufsschule auf Feldkirch. Aha, werden Sie da oben genau, jetzt begleitet. Da gehen auch zwei Arbeitsassistenten vom Kompass mit und die lernen alles mit ihnen. Also da ist dabei Mobilitätstraining, Umgang mit Geld. Wie gehe ich zum Bewerbungsgespräch, wie rede ich mit einem Chef. Also wirklich alles, was man dazu braucht. Das wird in den zwei Jahren gelernt. Und sie kriegen in den zwei Jahren auch schon eine Arbeitsassistentin zugeteilt, die mit ihnen in verschiedene Firmen geht, dass sie einfach einen Einblick kriegen. Was in dem Fall du wärst, oder? Du wärst die Arbeitsassistentin? Genau. Okay. Genau, bei der Simone ist es die Michelle damals gewesen. Die ist mit ihr in verschiedene Bereiche gegangen. Sie sind einmal im Lebensmittelbereich gewesen, im DM-Sender auch gewesen. Also einfach, dass sie ganz verschiedene Sachen sagt, was gibt es überhaupt für Berufe, damit sie auch wissen, in welche Richtung sie gehen möchten. Ja.
Und nach der Ausbildung ist eben das Ziel nach diesen 2 Jahren der integrative Arbeitsplatz. Mhm. Wenn jetzt aber noch kein integrativer Arbeitsplatz zu dieser Zeit gefunden worden ist, gibt es eben das Angebot, wie wir es beim Lukas letzte Woche gehabt haben, dass er weiterhin über die Caritas im Geschickt und Geschwind zum Beispiel ist oder in einer anderen Werkstatt. Geschickt und Geschwind? Ist auch eine Werkstätte von der Caritas. Wie der Kompass? Nein, ist eine eigene Werkstätte und da würden auch die ganzen arbeitsrelevanten Sachen gehört mit den Leuten. Da gehen sie einfach von Montag bis Freitag, dass sie eine fixe Wochenstruktur haben. Da kriegen sie auch ein Anerkennungsgeld dafür. Aha. Und nebenbei können sie, wie jetzt der Lukas, einmal in der Woche in einen Betrieb gehen fix. Und das ist dann der Außenarbeitsplatz. Jawohl. Genau. Aber das ist, wie gesagt, dass ich das auch richtig verstand oder dass wir das richtig weitergehen, eine Art Vorstufe, dass es dann vielleicht einmal ein integrativer Arbeitsplatz gibt. So einen hast du, Simone, gell? Und jetzt dürfen wir noch sagen, im Grossen Walsertal, schöne Tourismusregion, da gibt es viele Gasthäuser. Ja. Und da bist du, in Arma bist du beschäftigt, gell? Ja. Wie heißt der noch einmal? Wallis. Walliser? Gasthaus Wallis. Gasthaus Wallis, dass wir es ja auch richtig sagen. Das ist in Ragal, gell? Genau. Was machst denn du da, Simone? Da schneiden und abwässern. Was tust du schneiden? Verschiedene Sachen schneiden, also Zwiebeln schneiden, Karotten schneiden, Gemüse und so. Ja. Ja, ganz toll. Und abwäschen tust du. Da hast du total viel Arbeit, gell? Ja. Wenn da das Lokal voll ist, Gott sei Dank, dann hast du viel zum tun in dem Fall, gell? Simone, Martina hat vorher gesehen, dass man so in verschiedene Bereiche hineinschaut, dass man weiß, was es für Berufe so gibt. Ja. Hast du dich da am Anfang schon gleich mal im Tourismus und so im Gasthaus gleich wohlgefühlt in dem Thema? Oder hat dir etwas anderes auch noch gut gefallen? Ich habe vorher im DM gearbeitet. Im DM hast du gearbeitet? Mhm. Aha, sehr gut. Und was hast du da gemacht als? Eingeräumt. Eingeräumt, also die Ware ein- und ausgenommen aus dem Regal? Ja. Sehr gut. Und da warst du ja auch im Team integriert und mitgeführt worden. Mhm. Und da bist du denn eigentlich nicht dabei. Wenn das, solange das dann läuft schön rund, dann braucht es die Assistentin dort nicht. Jein. Also es ist so, dass wir regelmäßig immer wieder Arbeitsplätze vorbeilagen. Bei manchen Kunden einmal in der Woche, bei anderen jede zweite Woche, je nachdem, wie es so der Bedarf ist. Ja. Und es ist ganz wichtig, dass wir dann immer die Kunden selber fragen, wie geht es, braucht es irgendetwas oder gibt es eine Unstimmigkeit? Und natürlich auch mit den zuständigen Mentoren und Chefs. Dass man einfach früh genug, wenn es Probleme gibt, dass man das abfangen kann. Okay. Oder vielleicht auch mal eine neue Aufgabe einlernen, etwas Neues ausprobieren. Ja. Genau. Du hast jetzt da Ausdrücke gesehen wie Mentoren und Kunde. Genau. Ihr nennen eure Schätze, die ihr da begleiten, nennen ihr Kunden. Richtig. Ja. Das machen wir deshalb, weil das, was wir als Arbeitsassistenten machen, das ist eine Dienstleistung. Also alles, was der Kompass anbietet, ist eine Dienstleistung und darum sind es auch Kunden. Da haben wir auch ein schönes Prospektle mitgebracht. Kompass, dein Weg in die Arbeitswelt. Mhm. Jetzt verdienst du da ja ein bisschen ein Anerkennungsgeld, haben wir gesagt. Oder beim integrativen Arbeitsplatz, wie ist das ist da? Schon wieder anders. Ist schon wieder anders. Das Anerkennungsgeld ist in der Werkstatt, solange sie eigentlich bei uns in der Ausbildung sind. Da ist sie angemeldet, ganz offiziell. Über die Caritas. Ist vom Land Vorarlberg, glaube ich, auch gestützt, oder? Auch, genau. Ja. Und beim integrativen Arbeitsplatz ist es wieder anders. Da ist es so, dass die Simone in dem Betrieb, wo sie arbeitet, ganz regulär laut Kollektiv angestellt wird. Ach so. Und ein richtiges Gehalt kriegt. Ja, ganz toll. Mhm. Jetzt hast du in dem Fall ein Geld verdient. Ja. Und wo gibst du ein bisschen sparen im Jahr auch, oder? Was möchtest du denn einmal kaufen vielleicht? Was tät dich freuen? Was möchtest du mit dem Geld einmal machen? Ja. Nice. Handy dürfen. Ein neues Handy würde ich gerne haben. Okay. Und wenn du mal Urlaub hast, möchtest du mal im Urlaub fortfliegen oder irgendetwas? Echt? Wo möchtest du gerne hin? Nach
In die Steiermark. In die Steiermark? Und ans Meer einmal oder so? Möchtest du auch gehen? Ja. Wo, bist du da schon mal gewesen, am Meer oder so? Ja. Und wo bist du da gewesen, genau? In Italien? Ja. Cool. Und bist du da längere Zeit gewesen? Ja. Und was hast du denn da den ganzen Tag gemacht? Fest geschwommen im Jahr? Geschwommen. Ja. Und so umgezaut. Umgeschaut, die Gegend angeschaut. Ja. Und natürlich italienische Restaurante. Ja. Viel Pizza und alles. Ja. Super. Das ist ganz, ganz toll. Und das machst du denn auch alleinig oder gehst du, hast du im Urlaub jemanden dabei, der dich begleitet? Nein, niemand. Machst du das alles alleinig? Ja. Respekt. Kannst du auch die Sprache ein bisschen? Das ist nett. Aber so das braucht man nicht. Du kannst dich ja gut verständigen, ja, oder? Das passt. Alles klar. Ich bedanke mich recht, recht herzlich bei dir, liebe Simone, für den tollen Auftritt. Vor allem, dass du da auf Besuch warst bei uns in der Sendung. Ja. Ich finde das ganz, ganz toll und nett von dir. Großen Respekt, dass du das mitgedreht hast. Danke, Martina, dass du auch die letzten Sendungen immer so toll mitbegleitet hast und vor allem organisiert hast. Du bist ja der beste Timer, den man haben kann. Auch wenn wir dann unsere Schnittbilder machen im Nachhinein der Sendung, bin ich immer ganz toll begleitet, auch von dir. Dafür auch vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. Machen in eurem Leben, haben viel Spaß. Ja. Genießen es. Und ich wünsche dir und euch alles Gute. Und mir sagen danke fürs Zuschauen und vielleicht bis nächste Woche wieder. Ciao.